Hannah ist schwer krank. Sie braucht das teuerste Medikament der Welt, Zolgensma. Die kosten unglaubliche 1,9 Millionen Euro. Um das Geld zusammenzubekommen, haben Hannas Eltern einen Spendenaufruf online gestellt und dieses Video produziert. Wir wollen jetzt handeln. Aus eigener Kraft kann sie es nicht schaffen. Sie ist auf unser aller Hilfe angewiesen. Bitte helft Hannah. Für Hannah kann es das gesamte Leben verändern. Vor 2 Tagen treffen wir die junge Familie bei sich zu Hause in Ahrensböck bei Lübeck. Das 20 Monate alte Mädchen liebt es zu spielen. Doch Dinge, die für Kinder in Hannas Alter normal sind, wie krabbeln, stehen oder die ersten Schritte machen, sind für das kleine Mädchen unmöglich. Und das spürt Hanna jeden Tag. Wir spielen doch. Derzeit ist es so, dass Hannah ihre Beine gar nicht selbstständig bewegen kann. Oder hier zu Hause fällt ihr das eben immer wieder auf, dass es viele Dinge gibt, die, wo sie hin möchte und die sie nicht erreichen kann. In den Situationen haut sie sich auch immer mal wieder auf ihre Beine und sagt irgendwie Beine, irgendwie ganz verzweifelt. Sie leidet an sogenannter spinaler Muskelatrophie Typ 2. Eine seltene Krankheit, die extremen Muskelschwund verursacht. Wenn wir Hannah versuchen hinzustellen, dann es ist einfach wie Pudding. Die Beine geben sofort nach und sie hat einfach da nicht die Kraft, sich zu halten. Hannas größte Hilfe im Alltag ist ein Mini-Rollstuhl. Sobald sie damit unterwegs ist, scheint das kleine Mädchen ihre Krankheit kurz zu vergessen. Hier bin ich, Hannah. Ich bin im Wohnzimmer. Komm her. Super. Komm her. Das ist natürlich absolut toll. Also wir sind froh, wir merken ja, dass das für sie eine Bereicherung ist. Man merkt, dass sie total Freude hat und sie das sehr, sehr glücklich macht. Hannah ist ein absolutes Wunschkind. Die Schwangerschaft verläuft ohne große Komplikationen. Es war alles unauffällig. Wir haben nicht getrunken, nicht geraucht und alle Untersuchungen mitgemacht beim Arzt. Sie kommt 5 Wochen zu früh per Kaiserschnitt zur Welt. Hannah wirkt zunächst kerngesund. Wir durften ganz normal nach 5 Tagen nach Hause gehen, also so wie andere Eltern auch, und hatten unser lebendiges kleines Baby zu Hause. Es gab keine Anzeichen von irgendeiner Krankheit oder sonst irgendetwas. Und das bleibt die ersten Monate auch so. Jasmin und Fabian genießen die Zeit mit ihrer Tochter und sind überglücklich. Doch beim Babyschwimmen merken die Eltern plötzlich, dass etwas nicht stimmt. Hannah ist zu diesem Zeitpunkt etwa 7 Monate alt. Ja, im Grunde haben alle Kinder mit den Beinen gestrampelt wie wild und Hannah ja gar nicht. Also Hannah hat dann irgendwie zum Planschen ihre Hände benutzt und eigentlich sind da so die ersten kleinen Auffälligkeiten ja irgendwie entstanden. Das Paar fährt mit Hannah zum Arzt. Dort bekommt die Familie die erschreckende Diagnose, spinale Muskelatrophie. Nachdem der Arzt uns die Diagnose gesagt hat, habe ich nur noch geweint. Und ich konnte auch nicht mehr folgen, was er irgendwie weiter erzählt hat. Das hat uns wirklich einen Boden unter den Füßen weggerissen. Heute kann Hannah nicht mal eigenständig sitzen. Beim Essen hat sie deswegen einen speziellen Stuhl, der verhindert, dass sie umkippt. Das kleine Mädchen muss jeden Tag Physiotherapie machen. So sollen ihre noch vorhandenen Muskeln gereizt und damit trainiert werden. Ja. Schaffst du noch mal? Nein. Manchmal weint sie dabei auch ganz doll, weil es auch ganz doll anstrengend für sie ist, weil natürlich ihre Muskeln eigentlich gar nicht in der Lage dazu sind, solche Bewegungen zu machen, aber wir sie jetzt durch diese Reize dazu zwingen, das zu machen. Momentan bekommt Hannah das Medikament Spinraza. Es ist zurzeit das einzig zugelassene Medikament in Deutschland, das eine positive Wirkung bei spinaler Muskelatrophie zeigt. Bei Hannah sorgt es dafür, dass sich ihr Zustand nicht weiter verschlechtert und sie nicht frühzeitig stirbt. Doch Spinraza muss Hannah 3-mal im Jahr stationär ins Rückenmark gespritzt werden. Das bedeutet jedes Mal Narkose, zahlreiche Untersuchungen und mehrere Tage Aufenthalt im Krankenhaus. Auch für uns ist es eine absolute Tortur. Wir müssen Hannah festhalten, während irgendwie versucht wird, der Zugang zu legen. Und ja, sie ist natürlich verzweifelt und schreit und weint, hat auch Schmerzen. Und
Das ist für uns ganz, ganz furchtbar. Sie muss jedes Mal für die Behandlung sediert werden. Also jedes Mal ist natürlich dieses Narkoserisiko auch noch wieder mit im Raum. Und natürlich auch die Nebenwirkungen wie Übelkeit, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen danach. Doch dank des teuersten Medikaments der Welt, Zolgensma, gibt es Hoffnung für die Familie, dass diese Tortur bald ein Ende hat. Zolgensma muss im Gegensatz zu Spinraza nur einmal verabreicht werden und könnte Hanna womöglich noch mehr helfen. Videos im Internet zeigen, was Zolgensma offenbar bewirken kann. Dieser kleine Junge ist an spinaler Muskelatrophie Typ 1 erkrankt. Er kann wie Hanna nur liegen und hat Atemprobleme. Nur wenige Wochen nach der Behandlung mit Zolgensma kann er plötzlich eigenständig sitzen und besser atmen. Wenn man sieht, wie viel Fortschritte die Kinder in den Videos machen und wie toll die sich da bewegen können, ist das für uns natürlich ein riesengroßer Strohhalm, an dem wir uns klammern und hoffen, dass Hanna das auch so schaffen kann. Doch es gibt mehrere Probleme für die junge Familie. Zum Zeitpunkt unseres Drehs hat die Krankenkasse die Zahlung von Zolgensma nicht bewilligt. Und es ist nur für Kinder unter 2 Jahren zugelassen. Der 20 Monate alten Hanna rennt die Zeit davon. Stand heute haben wir keine 4 Monate mehr Zeit, um das Geld für das Medikament zusammenzubekommen.